Und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Russland zu Metro 2033. Wir sind immer noch an der Oberfläche der Hölle. Und ich habe immer noch keinen so wirklichen Plan, wo wir tatsächlich lang müssen. Ich vermute es momentan hier lang, denn ich kriege die Map nicht geöffnet. Er holt zwar immer das Feuerzeug raus, aber ich kriege meine Waffe nicht weggesteckt und dadurch die Map nicht auf. Wieder so ein Geflügelter hier unterwegs. Jetzt Zeit, den Filter zu tauschen. Nein. Okay, ich glaube, man kommt auf diese Dinger leider nicht rauf. Mies. Und wir haben jetzt gerade so viele Gegner besiegt. Keine Ahnung, ob wir jetzt... Okay. Wir haben es also hier irgendwie wieder rausgeschafft an der Stelle. Okay. Frage ist nur, wie jetzt weiter, weil hier kommen wir ja nicht hoch. Schön ist, der hier unten liegt. Doch, da kommen wir hoch. Ah, okay. Gut. Praktisch und gut zu wissen. Aber da kommen wir jetzt an der Stelle auf jeden Fall auch nicht weiter. Ich probiere es einfach mit darüber. Okay, die Waffe ist nicht nachgeladen. Das werden wir erstmal schnell mal machen. Ich bin aber dann mal ein bisschen konzentrierter, weil ich halt ziemlich häufig versuche zu überlegen, wo wir hinwollen müssen. Kommt der jetzt nochmal hoch hier? Da raus? Okay, haben wir geschafft auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass wir jetzt auch wirklich hier lang müssen und nicht hier schon. Von hier kam er, verdammt. Okay, er ist auf der Seite irgendwie... Ich hätte jetzt gesagt, ich muss... Nee, da lang müssen wir anscheinend doch nicht weiter. Na. Vielleicht auch mal einfach mal nach drinnen gucken. Hier waren wir eigentlich auch schon. Okay. Ich habe das Gefühl, wir laufen so ein bisschen im Kreis, oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ein Mini-Vögel. Okay, nee, hier glaube ich, hier waren wir noch nicht. Hoffe ich auf jeden Fall. Hier, da geht es unten lang und es geht oben lang. Da ist jetzt die Frage. Nee, darunter glaube ich sollte man nicht. Und wir sollten uns jetzt tatsächlich immer mal überlegen, auf wen wir wirklich schießen müssen. Also wo wir vielleicht auch ohne Schießen weiterkommen. Ja, ist ja okay. Filter wechseln. Nein, verdammt, das war umsonst ein Filter gewechselt. Ich hoffe, wir haben davon noch genügend. So, erstmal das olle Ding nachladen. Oh, okay. Gut gucken, ob wir hier, was wir hier finden, ob wir hier vielleicht noch was finden. Okay, wieder ein Rückblick. Jetzt sitzt bestimmt wieder irgendwo der Schwarze hier. Oder auch nicht. Hier ist tatsächlich nichts, außer eine Akte, okay. Nehmen wir natürlich gerne mit, wenn ich nicht weiß, wofür. Beziehungsweise, wir müssten die vielleicht mal irgendwann tatsächlich lesen. Okay, müssen wir dann doch hier lang? Anscheinend schon. Huch, was war da? Da lag irgendwas rum. Ach, wir können den Viechern uns die Zähne hier entnehmen, stimmt ja. Hätten wir vielleicht schon mal eher machen sollen. Du tot? Hier, du bist tot. Oh, hier hinten liegen jede Menge von denen. Gerade kein neuer Filter. Der wäre jetzt doch, finde ich, gar nicht mal so unwichtig. Wir hier nicht gerade? Wir waren doch hier. Hier, wir haben noch für 12 Minuten Gaskartuschen. Oder wieder 12 Minuten. Hier sind wir doch gerade rein. Hier liegen doch alle tot. Genau, hier haben wir doch den Leichenhaufen hinterlassen. Mist, wir laufen im Kreis. Das Problem ist, dass ich... Warte nicht. Okay. Option. Steuerung. Tastatur. Waffen. Nachladen. Sekundäre Waffe. Interagieren. Waffeninventar. Waffeninventar. Okay, Tab. Nachladen. Spielen. Schießen. Ist es nicht. Bewegen. Gepäck. Gasmaske. Filter. Licht.
Feuerzeug, Medi. Feuerzeug, Journal. Ach, halten, okay. Nachtsicht. Wir versuchen es mal mit halten. Ah, okay. Perfekt. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo in diese Richtung weiter. Da unten, da kommen wir doch rüber. Hundertprozentig. Ja, Filter wechseln, okay. War nicht unbedingt der sicherste Weg hier anscheinend rüber, aber... Ich weiß nicht, ob das Viech da jetzt angehalten hat. Okay, tatsächlich, das sitzt da. Das würde ich eigentlich eher ungern angreifen, wenn es nicht anders geht. Also wenn es geht. Oder müssen wir da jetzt dran vorbei? Okay, hier geht's nicht rein. Oh, hier geht's rein. Gut. Das ist schon mal gut. Dann können wir das Ding vielleicht ein bisschen umgehen. Okay, da haben wir jetzt keine andere Wahl gehabt, jetzt den zu erschießen. Okay, hier haben wir ein Nest von denen. Ob das jetzt gut war, das Nest hier anzugreifen. Ich habe auf jeden Fall Patronen. Okay, der ist hinüber. Der nächste bitte. Na komm. Super, perfekter Treffer ins Gesicht und hinüber. Okay, wir haben glaube ich jetzt erstmal Ruhe. Schon mal gut. Hm. Gut, das hat uns jetzt eigentlich aber auch nichts gebracht, das Nest zu zerstören, glaube ich. Aber jetzt ist jetzt der Vogel inzwischen weg. Ich meine, das wäre ja praktisch. Okay, durch die Schüsse, glaube ich, wird der auch abgelenkt. Okay, wir müssen da lang weiter. Ah, da geht's rein, super. Oh nein, da war eine Falle. Ah, verdammt. Auf Fallen müssen wir doch achten. So, Gasmaske wechseln. Das hat er uns doch mal gesagt, da, so eine Pfeile hier. So eine Seile, darauf müssen wir unbedingt achten. Okay, ich höre Schritte. Menschlicher Art. Würde ich auf jeden Fall sagen, die Schritte gehören sich jetzt gerade nicht nach dem Ungeziefer hier an. Okay, wir haben eine neue Gasmaske. Ich habe die schwere Ausrüstung genommen und bin nach Norden zur Messestation gegangen. Wir haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid. Viel Glück! Okay. Gut. Die sind also ausgeflogen hier. Boah, die kleinen Viecher da, die erschrecken mich doch des Öfteren aktuell. Oder lang Patronen. Okay, das ist wurde eine Tür gerade aufgeschlossen, hundertprozentig. Wieder eine Falle übersehen, meine Güte. Die sind aber auch teilweise echt platziert hier. Ich glaube, wir sind gleich da, wo wir hin sollen. Geigerzähler meldet sich schon. Also müssen wir bestimmt gleich die Kartusche nachladen. Oh, Muni voll auf der Waffe. Hier von, davon. Okay, davon haben wir tatsächlich mehr als genug Schuss. Gut, verstehe. Alles mitnehmen. Oh, Schrotpatronen. Schrotpatronen sind natürlich geil. Davon können wir unbedingt mehr gebrauchen. Hier, da ist dieses Gasleck, das radioaktive Leck anscheinend. Dadurch ist das Wasser ja verseucht. Keine Fallen momentan, gut.
die hier so weit draußen unterwegs sind. Unglaublich. Sind wir eigentlich noch richtig unterwegs? Okay, wir müssen hier rüber. Okay, Filter wechseln. Okay, wir müssen da lang weiter. Wir müssen auf jeden Fall trotzdem immer wieder noch uns umgucken. Auch wenn das hier der Weg ist, genau. Um sowas hier zu finden. Er hat nämlich wieder Gas dabei gehabt. Oder eine Gaskartusche. Und er hatte recht. Solange, wenn man sich gut umguckt, findet man eigentlich fast alles ausreichend. Okay, jetzt kommen bestimmt gleich wieder mehrere Gegner. Wenn wir jetzt hier zu zweit sind. Plus 4 irgendwas. So, wo führst du uns denn hin jetzt, Bourbon? Der ist, glaube ich, weggeflogen. Lass uns weitergehen. Ja, unbedingt. Scheiße, kannst du sie hören? Ja, auf jeden Fall. Wohin zurückfallen? Okay, nachladen. Gut. Erstmal schnell nachladen wieder. Oh Gott, da kommen die nächsten. Ich will gar nicht wissen, wie viele hier von denen jetzt wieder ankommen. Na komm schon, stirb. Okay, alle Waffen müssen nachgeladen werden, leider. So, Medikit. Und weiter geht's. Und noch Filter wechseln jetzt mitten im Kampf, natürlich. Okay. Dank Bourbon geht das ganz gut. Da kriegen wir die eigentlich ganz gut in Schach gehalten. Oh, wo kommt der jetzt schon wieder her? Da. Oh nein, das war die fliegende Bestie gerade. Ja, dann schneller. Okay, ach, da rein. Gut. Ui, das war jetzt auch ein bisschen knapp, würde ich mal sagen. Aber hammer geil gemacht. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Bourbon behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Ja. Und war auf jeden Fall eine geile Folge, würde ich mal sagen. Und diese endet an dieser Stelle. Wir sehen uns also morgen wieder hier zurück zu Metro 2033. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Euer Kailan. Ciao.